Oh, Alter, was geht ab, Leute? Runde 5 von unserem DN-Turnier. So haben wir da Klaus mit Necros gegen Danny und Clifford. Das Match haben wir ja schon mal gesehen, in Runde 2, glaube ich, war das. Clifford legt halt 1000 Karten verdeckt und wenn Necros drüber kommt, gewinnt's. Wenn's nicht, dann verliert. Danny startet mit ein paar Searcher-Karten. Holt sich alles Wichtige auf die Hand, Scout. Und wie ihr sehen könnt, 4 verdeckt, also wie ich es gesagt habe, Clifford einfach mit 1000 Verdeckten. Wenn Necros rüberkommt, gewinnt's, wenn nicht, dann verliert's. Klaus spielt Manju, Senju, wie auch immer das Ding heißt. Es wird mit Warning negiert. Also können wir davon ausgehen, dass kein Skill Drain bei Danny unten liegt. Preparation of Rights auf Brio. Brio abgeworfen für Unicorn. Unicorn abgeworfen, um Brio zurück auf die Hand zu holen. Und dann gibt Klaus ab. Danny searcht erstmal, holt sich Sacrifice. Rüstet aus, Stealth. Bounce Scout zurück auf die Hand, um sich nochmal zu suchen. Mit Sacrifice Monolith. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich glaube, Game 1 geht auf jeden Fall an Danny schon mal. Pendel. Maxi wird abgeschmissen. Und Minecraft auf Valkyros. Boom, boom, boom. Und Angriff mit allem. Hat mit 200 überlebt, aber gibt auf. So schnell geht's. Kommen wir zu Game 2. Das war ein schnelles Game 1. Clifford fängt an, startet wieder mit Scout und wieder mit Pot, also sehr stabiler Start. Nimmt sich Carry auf die Hand, interessant. Vor allem, weil er Scout hat, um sich ein Monster zu suchen, könnte man denken, dass er sich Emptiness auf die Hand nimmt. Hat diesmal nur 2 Verdeckte, eins ist diese Kleefalle. Aber Necros macht nichts, außer eine Setten. Man würde meinen, dass Clifford zuerst den Scout-Effekt aktivieren möchte, das Deck ausdünnen, um dann mit Upstart eine bessere Chance zu haben, kein Monster zu ziehen. Ich würde sagen, kleiner Spielfehler von Danny. Holt sich Helix. Noch eine Summoner's Heart, also schön das ganze Deck durchsuchen, wie ihr sehen könnt. Er hat nur noch 28 Karten im Deck und Klaus hat noch 34, also Monolith wird ausgespielt und Panel beschworen. Bisschen Schaden wird durchgedrückt. Richtig geil wäre es gewesen, wenn die Verdeckte von Klaus schlimmes Desaster wäre. War es aber nicht. Leider. Schmeißt Brio ab und holt sich Shugret. Und settet ein Monster. Dann aktiviert der Cycle. Wahrscheinlich hat er Shugret gesettet, um Mindcrush zu umgehen. Mindcrush auf Shugret vielleicht. Es wird Lose One Turn aktiviert. Was nicht geht, da eins von den 2 Monstern Pendel beschworen wurde und es wird auch wieder zugedeckt. Trischüler kommt und das gesettete Monster war Shugret, wie wir es uns gedacht hatten. Und die Clifford-Falle negiert Trischülers Effekt. Angriff auf ein und gibt einfach ab. Scout-Effekt holt sich Stealth auf die Hand, Pendelbeschwörung, dann tributet er beide für Stealth. Bounce die Kleefalle und greift an. Angriff kommt durch. 100 Damage, Trischüler tot. Und jetzt geht Danny ab und legt 4 Verdeckte, also 3 Verdeckte, jetzt insgesamt 4. Und dann Endphase zieht er nochmal 2 durch Monoliths Effekt. Klaus macht ein paar Necros-Faxen. Aber er muss durch 4 Verdeckte durchkommen. Wir wissen, eins ist die Kleefalle, eins ist Lose One Turn, dass sie jetzt aktiviert werden kann, weil Stealth Tribut beschworen wurde. Und 2 sind Überraschungen. Klaus hat 7 Handkarten. Auf jeden Fall noch Optionen. Spielt Kaleidoskop aus. Und es wird Lose One Turn drauf angechained. Und Mindcrush auf Unicorn. Kaleidoskop wird ohne Effekt auf den Friedhof gelegt. Weil Klaus nichts anderes beschwören konnte jetzt mit Kaleidoskop. Ziemlich bitter für ihn. Es wird Necros Mirror aktiviert,
Shure Dust und Griff gebanished und Gungnir beschworen. Scout Effect auf Sacrifice. Upstart. Pendelbeschwörung auf 2, 3. Gungnirs Effekt wird aktiviert, aber der wird mit einer Phoenix Chain negiert. Zwei Kleemonster werden tributet für noch ein Death. Der Bouncy Fiendish. Es wird angegriffen, aber Valkyros negiert den Angriff. Nochmal 1000 Karten Set und Klaus ist dran. Er ist minus 8. Ich weiß nicht, wie er zurückkommen kann. Also minus 8, wenn man die Pendeldinger nicht zählt. Ansonsten minus 10. Jetzt nur noch minus 9 durch Nekrosfaxen und er gibt auf. Das war das Halbfinale. Nächstes Spiel ist das Finale. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere neuen Sponsoren ab und ciao.